lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Es wird allerhöchste Zeit, dass ich dieses Video drehe, denn der Stapel für meine nächsten 5 gelesenen Bücher steht jetzt schon eine Weile bereit und ich freue mich schon sehr, dieses Video zu drehen und mit euch über diese Bücher zu sprechen und vor allen Dingen dann auch im Anschluss die Bücher entsprechend an ihren Platz einzusortieren, schwieriges Wort. Und der Stapel liegt ja immer eine ganze Weile bei mir hier rum und bis ich das Video dann drehe. Und deswegen freue ich mich immer sehr auf dieses Video, beziehungsweise auch auf das Verräumen der Bücher dann im Anschluss. Vielleicht kann das der ein oder andere ein klitzekleines bisschen verstehen. Ja, es gibt nichts Schöneres als ein aufgeräumtes Bücherregal und von daher zwei Freuden mit einer Klappe geschlagen sozusagen. So. Und damit das Video jetzt nicht allzu lang wird, legen wir einfach direkt los. Ich habe euch heute wieder 5 gelesene Bücher mitgebracht, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Und hinzu kommen auch noch 4 Heftromane, die ich euch gerne zeigen möchte, beziehungsweise euch nicht vorenthalten möchte, weil ich finde, sie gehören einfach dazu. Und vielleicht kann ich ja bei dem einen oder anderen ebenfalls das Interesse wecken, dann doch mal in den einen oder anderen Heftroman reinzulesen und so seine Freude an dieser Literatur zu finden. Und so viel dazu erstmal. Das erste Buch, das ich euch heute zeigen möchte, ist ein Buch, das letztes Jahr relativ stark diskutiert worden ist und sehr für Furore gesorgt hat oder in die Kritik geraten ist, einfach weil es sehr, sehr gut in die aktuelle Situation passt, in der wir uns alle befinden. Und vielleicht auch ein Stück weit auch, wenn man das hineinlesen möchte, auch Kritik an der jetzigen Situation übt, könnte man meinen, wo ich hingegen eigentlich nicht der Meinung bin und ich sehr, sehr viel aus diesem Buch gezogen habe. Und zwar spreche ich von dem Buch Corpus Delicti, ein Prozess von der Autorin Julie C. aus dem BTB Verlag. Dieses Buch ist am 11. März 2013 das erste Mal erschienen. Dieses Buch hat insgesamt 263 Seiten und es handelt sich hierbei um eine sogenannte Dystopie. Wir befinden uns in einem fiktiven Staat, in dem Gesundheit das höchste Gut ist. Die Menschen, die in diesem Staat leben, haben eigentlich als Aufgabe, immer gesund zu leben und auch alles für ihre Gesundheit zu tun und Krankheit wird eigentlich nicht toleriert. Die Bevölkerung muss quasi einer Checkliste abarbeiten, um ihren Gesundheitszustand auf diesem Level zu halten, in dem sie sich befinden und muss dies auch ständig der Regierung mitteilen mit entsprechenden Tests und so weiter. Sie müssen ein gewisses Sportkontingent täglich durchführen und so weiter. Einfach alles, was dazugehört. Also der Staat setzt die Gesundheit von jedem Menschen so ein Stück weit auch ein, um die Menschen zu kontrollieren und um die Menschen, ich würde sagen, ein Stück weit gefügig zu machen. Wir begleiten hier ebenfalls die Protagonistin Mia Hall, die ihren Bruder aufgrund dieses Systems verloren hat, weil er ein Stück weit gegen das System war, und verfolgen nun den Werdegang von Mia, die durch den Tod halt das System kritisiert und ich würde nicht sagen, ein Systemgegner wird, aber irgendwie auch schon. Und genau diesen Prozess verfolgen wir. Dieses Buch lebt nicht direkt von der Geschichte selbst, weil die Geschichte ist relativ langsam erzählt, sondern eher meiner Meinung nach von den Dialogen der Protagonistin mit anderen Charakteren der Geschichte. Und genau aus diesen Dialogen kann man sich sehr, sehr viel herausziehen, wie ich finde. Hier gibt es Dialoge, die ich tatsächlich aus meiner Sicht mehrmals lesen musste, um sie wirklich zu verstehen. Und ich bin der Meinung, dass ich auch bis jetzt noch nicht alles verstanden habe, beziehungsweise ich immer noch ein Stück weit auch im Prozess bin, dieses Buch noch weiter zu reflektieren. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich dieses Buch definitiv nochmal lesen werde. Ich weiß, dass einige
dass einige Leser dieses Buch sehr, sehr stark kritisiert haben und es auch ein Buch von der Autorin finden, das sehr, sehr schwach ist. Ich bin da relativ anderer Meinung, weil mir hat es eigentlich sehr, sehr gut gefallen, weil ich nicht so einen hohen Anspruch an der Geschichte selbst hatte, sondern eher mich auf die Protagonistin Mia eingelassen habe und wie sie die Dinge sieht. Mia ist keine leichte Protagonistin, an Mia muss man sich ein Stück weit reiben, an Mia muss man auch hinterfragen und kritisch sehen. Und ich glaube, wenn man das ein Stück weit tut, bekommt man einen Zugang zu diesem Buch. Aber wenn man jetzt eine klassische Dystopie lesen möchte, die die normalen Kernpunkte einer Dystopie hat, findet man die tatsächlich nicht in Corpus Delictim. Und ich glaube, dass das vielleicht auch das Schwierige an Corpus Delicti ist, dass es halt keine klassische Dystopie im eigentlichen Sinne ist. Ich mochte auch diesen Gedankenspiel, den Juli C. hier vollbringt, und zwar, dass unsere Gesundheit gegen uns eingesetzt wird, dass mit unserer Gesundheit ein Stück weit auch gespielt wird, dass wir damit gefügig gemacht werden. Und ja, ich fand diesen Gedankengang sehr, sehr interessant und sehr, ein Stück weit vielleicht auch beängstigend, weil ja, an der Gesundheit ist ja eigentlich jeder für sich selbst verantwortlich, und jedenfalls glaubt man das, beziehungsweise hat es so den Anschein, aber hier in Corpus Delicti ist es halt eben nicht so. Und das ist halt, was ich sehr, sehr beängstigend finde, und ich glaube, das ist das, was Juli C. hier vielleicht auch ein Stück weit zeigen wollte, dass eigentlich eine Tatsache, die in unseren eigenen Händen liegt, aber auch gegen uns verwenden werden könnte. Es gibt hier einige Sätze, über die ich sehr, sehr stark gesteuert bin, die mich sehr nachdenklich gemacht haben, die ich sehr, sehr gut gelungen fand, und ich möchte euch gar nicht Sätze davor lesen, weil ich ein bisschen Angst habe, dass ich euch schon spoilere. Schließlich ist es ja auch nur ein Buch mit 263 Seiten, und ich finde, hier kommt es tatsächlich auf jeden Satz an, den man für sich entdecken kann oder muss oder will, je nachdem, und ich möchte euch da tatsächlich nichts vorwegnehmen. Ich mochte dieses Buch wirklich sehr gerne von Juli C. Ich mag ihre Art zu schreiben, ihre trockene Art zu schreiben und ihre Sicht der Dinge tatsächlich auf den Punkt zu bringen. Mit wenig Worten, aber trotzdem mit aussagekräftigen Worten, mit sehr, sehr intensiven Sätzen. Und mir hat Corpus Delicti tatsächlich nur sehr, sehr gut gefallen, und ich kann es euch auch nur empfehlen zu lesen. Das nächste Buch, das ich euch zeigen möchte, ist ein Buch, das ich in meine Challenge 12 Bücher für das Jahr 2021 gepackt habe. Und ich habe es deswegen drauf gepackt, weil ich ja den Nachfolger des Buches lesen möchte und jetzt endlich mal dieses Buch nochmal lesen wollte, weil es einfach schon sehr, sehr lange her ist. Ich habe es also demzufolge schon mal gelesen. Und ich habe mein Reread quasi mit der lieben Caro von Caros Bücher gelesen. Ihren Kanal verlinke ich euch sehr gerne unten nochmal in der Infobox. Schaut gerne mal bei ihr vorbei. Sie macht auch immer wieder wunderbare Videos. Und zwar spreche ich von dem Buch, das Buch ohne Namen von der Autorin dem Autor Anonymous aus dem Bastei-Lübbe Verlag. Dieses Buch hat insgesamt 447 Seiten und ist eigentlich ein klassisches Fantasy-Abenteuer, würde ich fast sagen, aber eigentlich ist es auch kein Abenteuer, eher mehr so eine Mischung aus Fantasy, Kriminalgeschichte, eigentlich eine ganz grobe Mischung aus vielen, vielen Genres. Dieses Buch wurde von Axel Merz, aus dem Englischen übersetzt und heißt im Original The Book with No Name. In diesem Buch befinden wir uns in der kleinen Stadt Santa Mondega, die kurz vor einer Sonnenfinsternis steht. Und diese Sonnenfinsternis hat in dieser Stadt eine relativ große Bedeutung, denn sie kann Diversitäten auferstehen lassen, um das so mal so zu sagen. Ja, wir verfolgen hier aber auch so ein bisschen die Kriminalgeschichte um den Bourbon Kid. Wer ist Bourbon Kid? Warum hat er
vor einigen Jahren schon so viele Tote oder Menschen getötet, sagen wir es mal so. Und vor allen Dingen, was hat auch das Buch ohne Namen damit zu tun? Also es ist hier eine relativ, ja, Fantasy-Geschichte mit, also eine Geschichte mit Fantasy-Elementen, mit Abenteuer-Elementen, mit Kriminal-Elementen und mit, ich würde jetzt erfahr sagen, böse Bub-Elementen, um das jetzt mal ein bisschen, ja, nicht ins Lächerliche zu ziehen, aber irgendwie empfinde ich es so. Dieses Buch ist, ja, sehr klischeehaft, ganz klar. Es hat, es spielt mit den Klischees, es in alle Richtungen, also ich glaube, jedes Klischee, das man ja irgendwie finden möchte, kann man in diesem Buch finden. Und es ist halt eine Trash-Geschichte, wie sie im Buch steht. Also man kann daraus sicherlich einen sehr, sehr guten Film machen, einen sehr trashischen Film, und dafür würde es sich tatsächlich anbieten. Ich weiß, warum ich das erste Mal, als ich es gelesen habe, schon sehr mochte. Ich mochte es eigentlich tatsächlich wieder sehr gerne, weil es einfach mal was anderes ist. Es ist zwar sehr klischeebehaftet und sehr trashig und man weiß manchmal nicht, wie lange man noch den Kopf schütteln soll oder wie heftig man noch mit dem Kopf schütteln soll, aber es ist einfach mal was Lockeres für zwischendurch. Und ich mochte tatsächlich auch den Humor in diesem Buch, den die Caro ja nicht so mag, was ich auch total verständlich finde, weil normalerweise bin ich ja auch nicht so der Humortyp in Büchern, aber hier diesen Humor konnte ich tatsächlich sehr, sehr gut. Ich kann dieses Buch wirklich nur empfehlen zu lesen, wenn man ab und an mal ein Auge zudrücken kann, vor allem wenn man es häufiger machen kann und wenn man einfach mal was für zwischendurch braucht, ohne groß nachzudenken, um einfach eine klassische Trash-Geschichte zu lesen. Weil wenn man hier zu viele Erwartungen hat an dieses Buch, wird man tatsächlich enttäuscht, wie ich finde. Und auch tatsächlich in die Enttäuschung reinschlittern könnte. Was ich hier auch noch sagen müsste, ist, ich glaube, auch wenn man hier zu viele Erwartungen hat, dass man hier tatsächlich in eine Leseflaute rutschen könnte. Weil das Buch so ein bisschen, naja, wenn man hohe Literatur erwartet oder eine ausgefeilte Geschichte erwartet, dass man hier so ein Stück weit halt richtig schön in die Leseflaute rutschen könnte. Also das nur als Warnung hinweg. Aber wer mit normaler Trash-Geschichten ab und an mal nichts verkehrt bei sich macht, beziehungsweise das doch durchaus mal gerne liest, irgendwann mal so zwischendurch, dem kann ich es empfehlen. Das ist tatsächlich so eine ganz normale Trash-Geschichte, wie sie im Buche steht. Und ja, ich bin sehr gespannt auf den zweiten Band der Reihe und habe sie ja schon eine ganze Weile hier bei mir stehen. Ich weiß, dass Caro nicht weiterlesen wird, beziehungsweise sie dann nur, wenn sie weitermacht, weiterhören wird. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Man muss nicht jede Reihe weiter fortsetzen, vor allen Dingen, wenn man nicht so, wie soll ich sagen, begeistert von dem Buch gewesen ist. Aber wie gesagt, wenn ihr nicht so auf Trash-Geschichten steht, beziehungsweise es auch viel Gewalt hier mit drin ist, wie ich finde, und man da nicht drüber hinweglesen kann, dann lasst lieber die Finger von Das Buch ohne Namen. Die nächsten drei Bücher, die ich euch jetzt zeigen möchte von meinem Bücherstapel, sind Bücher, zu denen ich bereits eine Einzelbesprechung auf meinem Kanal hochgeladen habe. Und aus dem Grund möchte ich auf die Bücher gar nicht mehr so intensiv eingehen, einfach weil ich schon sehr, sehr viel zu diesen Büchern gesagt habe in den jeweiligen Einzelbesprechungen. Ich werde sie euch aber definitiv unten in der Infobox verlinken. Dann könnt ihr bei den Büchern in die Einzelbesprechung definitiv nochmal reinschauen. Das erste Buch von den drei Büchern, das ich euch zeigen möchte, ist ein Buch, das mich tatsächlich sehr getroffen hat und sehr begeistern konnte, weil es ein Buch ist, mit dem ich so gar nicht gerechnet habe. Und auch ich sehr froh darüber bin, dass ich dieses Buch in meiner Sub-Challenge gezogen habe und ich dadurch die Autorin wieder für mich entdecken konnte, weil ich hatte die Autorin schon ja vor einigen Jahren mal für mich entdeckt, habe aber einfach nicht weitergelesen, warum auch immer. Und bin daher sehr, sehr froh, dass ich dieses Buch endlich gelesen habe, weil ich finde es ein sehr, sehr
lesenswertes Buch, was ich tatsächlich nur jedem empfehlen kann. Und zwar rede ich von Mertit Bormanns Die andere Hälfte der Hoffnung aus dem Trümmer-Knauer Verlag. Dieses Buch wurde am 2.11.2015 veröffentlicht und hat insgesamt 312 Seiten. Wir verfolgen hier, beziehungsweise wir erleben hier die Warterei der Protagonistin Valentia, die auf ihre Tochter wartet, die in Deutschland ja angefangen hat zu studieren, beziehungsweise da die erste Studentenluft schnuppern wollte. Valentia hat aber seit einem Jahr nichts mehr von ihrer Tochter gehört und wendet sich dementsprechend an ja, die örtliche Polizei in der Ukraine. Das ist so die Kriminalgeschichte, die hier drumherum aufgebaut wird, um ja, die Geschichte so ein Stück weit voranzutreiben. Dann haben wir noch eine ja, parallele Geschichte bzw. einen parallelen Handlungsstrang. Da ist es so, dass wir einen Bauern verfolgen, der von einem Tag auf den anderen sein Leben verändern sieht, und zwar, weil er ein junges Mädchen auf der Straße ja halbnackt sieht und diesen ja Unterschlupf gibt und dadurch sein Leben von einem Tag auf den anderen sich verändert und er sich auch Fragen stellen muss, die er ja, sich schon länger stellen hätte müssen und auch die Antworten dazu finden muss. Das ist ja die grobe Handlung und der grobe Kriminalfall, der sich in diesem Buch ja versteckt und meiner Meinung nach auch nur benötigt wird, um die Geschichte zu erzählen. Vielmehr geht es aus meiner Sicht hier darum, wie die Menschen mit dem Reaktorunglück der Reaktorunglück von Tschernobyl umgehen und welche Konsequenzen dieses Unglück immer noch auf die Menschen hat und wie die Menschen auch mit diesem ja, Unglück umgehen bzw. was das mit diesen Menschen macht. Des Weiteren verarbeitet die Autorin hier auch noch den Menschenhandel, der aktuell auch noch existiert. Und das sind sehr, sehr viele verschiedene Themen in diesen ja, knappen 300 Seiten verarbeitet worden, was ich einfach grandios finde. Das Buch hat mich sehr zum Nachdenken angeregt, hat mich ja überhaupt nicht loslassen können. Und ich möchte damit nicht sagen, dass es ein Pitch-Turn ist, es ist aber vom Thema her einfach so wahnsinnig gut umgesetzt. Und ich finde, dass Mertit Bormann einfach ein Talent hat, dieses Gefühl von den Protagonisten an den Leser zu übertragen. Und sie geht sehr gefühlvoll mit den Themen um. Sie verarbeitet es wirklich mit ja, einem Fingerspitzengefühl. Und ja, ich mag Mertit Bormann einfach sehr. Und ich kann euch auch nur dieses Buch hier empfehlen. Denn ich glaube, dass wir uns zwar mit dem Reaktorunglück tatsächlich befasst haben, dass jeder weiß, was passiert ist und was die tatsächlichen Konsequenzen daraus sind, aber nicht, wie die Menschen heutzutage noch damit umgehen, was das mit den Menschen immer noch macht in dieser Gegend. Und ja, finde ich einfach nur faszinierend und wirklich gut gelungen, dieses Buch, was ich euch tatsächlich nur ans Herz legen kann, falls ihr Mertit Bormann für euch noch nicht entdeckt habt. Ich finde, sie ist einfach eine klasse Autorin, die man immer wieder lesen kann und die auch viele verschiedene Themen erarbeitet und verarbeitet, die ja, mit denen man sich einfach auseinandersetzen sollte mal. Das nächste Buch, was ich bereits in einer Buchbesprechung besprochen habe und damit auch das vorletzte Buch des Buchstabes, das ich euch zeigen möchte, ist ein Buch, das mir eigentlich tatsächlich nicht so richtig gut gefallen hat, einfach weil ich mir mehr erhofft habe. Ich möchte gerne mehr so in die Richtung lesen, wo Klima, wo Umweltschutz und so weiter ein Akteur ist und sich da viel darum geht in den Büchern. Und dazu hatte ich einfach die E-Mail ja, zu diesem Buch bekommen und es hat einfach wie die Faust aufs Auge gepasst. Und ich dachte, ich probiere es einfach mal mit diesem Buch und es klang einfach auch sehr vielversprechend. Und aus dem Grund habe ich einfach angefragt, ob ich dieses Buch zur Verfügung gestellt bekommen könnte und der Verlag hat es mir freundlicherweise auch zugeschickt, worüber ich mich auch sehr, sehr gefreut habe, aber tatsächlich hat es mich dann am Ende nicht sehr überzeugen können. Und zwar handelt es sich um Klima, deine Zeit läuft ab von dem Autoren David Klaas aus dem Goldmann Verlag. Dieses Buch ist am 15.03.2021 erschienen, also noch nicht
ja, sehr lange auf dem Buchmarkt und es wurde aus dem Amerikanischen von Thomas Bauer übersetzt und ist und lautet im Originaltitel Out of Time. Wir haben hier tatsächlich einen klassischen Thriller vor uns, der ja sich mit einem Klimaterroristen, wenn man das so sagen möchte, auseinandersetzt, der terroristische Anschläge begeht aufgrund ja, der immer stärker werdenden Klimaveränderungen und der so möchte, dass die Menschen aufmerksam gemacht werden auf die aktuelle Lage unseres Klimas beziehungsweise, dass wir endlich etwas tun müssen, damit wir unser Klima ja, verändern, also dass wir unser Klima retten können beziehungsweise unsere Erde retten können. Und ich hatte tatsächlich gedacht, dass dieser Fakt, dieses Klima als Akteur hier mehr sehr, sehr viel deutlicher herausgearbeitet wird, was aber nicht der Fall ist. Ich habe hier tatsächlich nur den ja, klassischen Thriller bekommen, ja, wo man einen normalen Thriller in die Hand bekommt, wo man nichts verkehrt macht, aber halt ja, vielleicht auch nicht so hundertprozentig zufrieden rausgeht, aber tatsächlich vielleicht auch nicht zu 100% seine Zeit verschwendet hat. Ich bin hier an dieses Buch mit einer anderen Erwartung halt herangegangen und wurde diesbezüglich einfach ja, enttäuscht, weil ich einfach etwas anderes erwartet habe und ja, dann die Enttäuschung logischerweise irgendwie auch ein Stück weit auf dem Fuße folgt. Was mich hier auch am Ende sehr unzufrieden gemacht hat, war einfach, dass das Ende mich sehr, ja, enttäuscht hat. Ich glaube, wenn das Ende nicht so gewesen wäre, wie es hier verfasst worden ist, dann hätte ich vielleicht noch gesagt, okay, ich kann über meine Erwartungen drüber hinwegsehen, was ich wollte und was ich bekommen habe. Aber mit dem Ende war es dann tatsächlich so, dass ich halt auch das Gefühl hatte, dass der Autor hier ja Zeitnot hatte und einfach das Buch zu Ende bringen musste und aus dem Grund ja, sich für dieses Ende entschieden hat und ich es einfach zu leicht gestrickt fand. Es war ein Ende, was man kommen sieht, was man tatsächlich auch ein Stück weit vielleicht erwartet und hofft, dass es doch nicht so passiert, aber es passiert am Ende dann doch so, wie es ist. Es ist ein Buch, was ich euch, wenn ihr genau mit den gleichen Erwartungen herangeht, dass ihr gerne wollt, dass das Klima ein Akteur ist, dass ihr mehr über das Klima vielleicht dadurch erfahrt, dass mit dem Klima gearbeitet wird oder mit der Natur und der Umwelt, dann ist es kein Buch, was ich euch empfehlen kann. Und als Thriller ist er halt ein sehr solider Thriller, kein Thriller, der aus den Massen von Thrillern heraus sich hebt und tatsächlich ja, gelesen werden muss. Also wenn man es liest, hat man es gelesen und man hat so ein Stück weit seine Zeit nicht verschwendet, aber wenn man es nicht gelesen hat, hat man es nicht gelesen und man hat auch nichts verpasst, um ganz ehrlich zu sein. Wenn ihr da aber meine fundierte Meinung nochmal haben wollt, nochmal genauer hören wollt, dann wie gesagt, ich verlinke euch definitiv das Video nochmal unten in der Kommentar, schon wieder unten in der Infobox, dann könnt ihr euch da gerne nochmal meine Meinung detaillierter anhören. Das letzte Buch vom Stapel ist ein Buch, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe und mir ebenfalls vom Verlag zur Verfügung gestellt worden ist, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, denn ich finde es absolut keine Selbstverständlichkeit, dass einem die Bücher zur Verfügung gestellt worden sind, vor allen Dingen bei so hochaktuellen Büchern und ich habe mich darüber sehr, sehr gefreut und habe tatsächlich auch etwas Angst gehabt, dieses Buch zu beginnen, weil einfach meine Erwartungen relativ hoch waren und ja, wenn man zu hohe Erwartungen hat, dann doch immer so ein bisschen die Gefahr eingeht, dass man enttäuscht wird und das ist bei diesem Buch definitiv nicht der Fall gewesen, darüber bin ich sehr, sehr froh, weil ich mich auf dieses Buch einfach so unfassbar doll gefreut habe. Und zwar rede ich von Der Fall des Präsidenten von Mark Ellsberg. Dieses Buch ist im Longvalet Verlag erschienen und am 01.03.2021 veröffentlicht worden. Dieses Buch hat knapp 600 Seiten und ist ein Thriller, also ein typischer Mark Ellsberg, würde ich sagen.
In der Fall des Präsidenten verfolgen wir die Protagonistin Dana, welche für den Internationalen Gerichtshof arbeitet und einen Mann am Athener Flughafen verhaften soll. Ja, eigentlich klingt die Aufgabe relativ einfach und überschaubar, aber bei diesem Mann handelt es sich um einen ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, was die Aufgabe bzw. den Mann vielleicht etwas, ja, prekärer macht und komplizierter, würde ich sagen. Die Protagonistin wollte sich eigentlich bei dieser Festnahme im Hintergrund halten, was ihr aber nicht gelungen ist und somit so ein bisschen, ja, in das Rampenlicht der Presse gerät und damit ihren Aufenthalt in Athen etwas komplizierter macht. Zudem kommt hinzu, dass Dana Aufgaben übernehmen muss, die so nicht geplant waren und damit sich einem Gegner konfrontiert sieht, der augenscheinlich alle Mittel zur Verfügung hat und so ein bisschen ist es der Kampf zwischen David und Goliath, aber nur so im Groben, weil eigentlich entspricht es nicht so wirklich diesem Kampf, aber ihr wisst ja, was ich meine. Mir hat dieser Thriller wirklich richtig gut gefallen, denn wir bekommen hier einen typischen Mark Ellsberg. Sicherlich kann man ihn nicht vergleichen mit den Spannungen und Dramaturgie von Blackout, aber wir haben hier einfach eine ganz andere Ausgangslage und von daher finde ich, dass es dennoch richtig schön spannend war, richtig schön dramatisch und auch den ein oder anderen Leser Nervenkitzel bereithält und was ich richtig gut gelungen finde. Was mir bei der Fall des Präsidenten aufgefallen ist, ist es, dass Mark Ellsberg auch ein Talent hat, nicht nur den Leser bei den Spannungsmomenten bei Laune zu halten, sondern eben auch bei ruhigeren Momenten. Was ich so bei Blackout mir noch gar nicht aufgefallen ist, aber hier im Fall des Präsidenten definitiv. Und ich hätte das nicht gedacht. Ich dachte so, Mark Ellsberg verliert mich vielleicht in den ruhigen Momenten. Hat er aber nicht und ich fand es eigentlich richtig gut, weil man so richtig schön Luft holen konnte. Und die Momente vielleicht auch mal nutzen konnte, um gut durchzuarbeiten, um nochmal alles wirken zu lassen, was gerade an Spannungsmomenten passiert ist. Und das fand ich richtig gut. Und ich hätte nicht gedacht, dass er mich da auch noch bei der Stange halten konnte. Und da hat er tatsächlich mal sein Talent nochmal unter Beweis gestellt, uns Leser hier, so wie er es immer gerne sagt, uns zu unterhalten. Ich kann euch Der Fall des Präsidenten uneingeschränkt empfehlen, wenn ihr Blackout schon mochtet oder seine anderen Bücher. Man muss hier natürlich sagen, dass man hier einen typischen Thriller liest mit Page-Turner, wo ich dieses Wort nicht so gerne mag, Momenten, aber auch mit sehr ruhigen Momenten und natürlich auch mit häufigen Sichtweisen wechseln, weil einfach dadurch natürlich ein Stück weit auch diese Spannung oder beziehungsweise das schnelle Lesen zustande kommt. Aber ich mag Mark Ellsbergs Bücher einfach sehr und ich kann sie euch tatsächlich nur empfehlen. Was mir auch richtig gut gefallen hat, war einfach dieses Gedankenkonstrukt, dass man darüber nachdenken kann, was ist, wenn ein ehemaliger Präsident oder Staatsoberhaupt einfach für seine Taten verantwortlich gemacht wird. Ich finde es ein richtig gutes Diskussionsthema, worüber man richtig schön diskutieren kann mit Menschen, die das Buch gelesen haben. Aber auch so bietet es sich richtig gut an, sich damit einfach mal auseinanderzusetzen. Und ich finde, das hat der Autor hier definitiv richtig gut gemacht. Ich kann euch Der Fall des Präsidenten nur ans Herz legen, wenn ihr auf Twitter steht, wenn ihr so mit Gedankenspielen gerne arbeitet, wenn ihr euch mit wenn ihr einfach auf Thriller steht, kann ich euch Der Fall des Präsidenten nur empfehlen. Schaut aber gerne nochmal in meine Einzelbesprechung hinein, denn da bin ich noch etwas ausführlicher, wie mir das Buch gefallen hat. Okay. Damit sind wir auch schon am Ende von dem Bücherstapel. Ich habe jetzt nur noch meine Heftromane, die ich euch zeigen möchte. Und zwar habe ich mal wieder Perry Roden gelesen. Und zwar sind es die Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 und Nummer 6. Ich bin
immer noch sehr zufrieden mit Perry Rhodan, obwohl ich finde, dass es sich ab und an mal zeigt, das habe ich ja auch, glaube ich, schon beim letzten Mal gesagt, dass ja, manche Stellen vielleicht nicht ganz so gut ja, gealtert sind und man einfach den Zahn der Zeit bei den Heftromanen merkt, aber ich finde, von Mal zu Mal wird es einfach spannender, die Bücher zu lesen, oder die Heftromane besser gesagt zu lesen. Und ich bin schon sehr gespannt, was noch so auf mich zukommt. Ich weiß, die Serie ist unheimlich groß schon und ich werde sie wahrscheinlich nie zu Ende lesen. Und ich habe mir hier ein Monsterprojekt aufgebürdet, aber ich lese das tatsächlich nur zum Spaß, ohne dass ich die Intention habe, tatsächlich alle Hefte zu lesen. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal in meinem Leben, tatsächlich alle Hefte zu lesen. Aber ich finde sie einfach so, naja, so spannend, in immer wieder kleinen Häppchen gezeigt zu bekommen, was man auf 64 Seiten A schafft zu schreiben und die Geschichte voranzutreiben. Und dann finde ich es auch spannend zu lesen, wie langsam es vorangehen kann, um eine Geschichte zu erzählen. Ich meine, man muss sich ja mal überlegen, dass die Hefte ja nur einmal die Woche kommen und dann immer nur so häppchenweise eigentlich bekommen hat. Ich habe ja jetzt nur das Glück, dass ich sie theoretisch schneller lesen könnte. Ich könnte ja, ja sie hintereinander weglesen und könnte somit die Geschichte verfolgen. Aber auch das mache ich nicht. Ich möchte ja gerne noch meinen Sub noch verkleinern und meine Bücher so an sich noch lesen. Von daher lese ich sie halt schon in größeren Abschnitten. Aber ich finde das tatsächlich ja, sehr, sehr spannend und hätte nie gedacht, dass mir Perry Rhodan sehr gut gefallen könnte. Und ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Und mich würde natürlich interessieren, ob ihr Perry Rhodan auch kennt und ob ihr es gelesen habt, beziehungsweise ob ihr dabei seid. Und ja, aber ich verstehe das auch vollkommen, wenn ihr da überhaupt kein Freund seid, beziehungsweise noch überhaupt keinen Berührungspunkt damit hattet. Ja, ich bin da auch tatsächlich nur zufällig reingeschlittert und ja, bin sehr begeistert, was das angeht und bin gespannt, was noch so auf mich zukommt in dieser Serie. Das waren nun meine 5 gelesenen Bücher, die ich euch heute in diesem Video zeigen möchte und natürlich die Perry Rhodan Hefte, aber darauf gehe ich ja mal nicht ganz so näher ein, weil ich glaube, das interessiert hier nicht jedem, aber ich möchte sie euch einfach nur gerne der Vollständigkeit halber zeigen. Mich würde natürlich wie immer interessieren, ob ihr eins der Bücher kennt, ob ihr sie gelesen habt und wie eure Meinung dazu ist. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr sie unten in den Kommentaren niederschreiben würdet und wir uns dadurch noch ein bisschen über die Bücher austauschen würden. Darüber würde ich mich wie immer sehr freuen. Ich hoffe, dass ich euch neugierig auf die Bücher gemacht habe und vielleicht habt ihr das ein oder andere Buch bereits auf dem Sub liegen. Und ja, habt dadurch richtige Lust auf dieses Buch bekommen und befreit es dadurch tatsächlich von eurem Sub. Und zum Abschluss wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, schöne Lesestunden, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis dahin. Tschüss!